So, Freunde der Sonne, ich muss mal wieder ein bisschen an meinem Deck arbeiten und ich habe viele neue Booster und viele Münzen, die ich hier ausgeben kann. Ich werde das jetzt mal ein bisschen beschleunigen, weil ich merke, ein Pack pro Video ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir machen jetzt einfach mal drei Packs von derselben Sorte in jedem Video. Wir haben jetzt hier Astralglanz, öffne ich mal drei von. Ich brauche dringend Arceus Vista. Ich weiß aber nicht, ob ich den, ob und wo ich den bekomme. Möchte es aber auch nicht nachgucken, sondern mich überraschen lassen. Ich habe sehr viel gespielt und werde auch besser, aber mein Deck hat sicherlich noch Optimierungsbedarf. Da haben wir hier nicht viele neue. Wieso, die Schwerball ist doch nicht neu, hatte ich doch schon mal. Ach so, die ist neu, weil es von der Holo-Karte ist. Und dann haben wir hier Hisui Myriador. Entwickelt sich aus Hisui Baldorfisch. 130 KP, 1000 Dorn-Pokémon. Niederträchtiger Druck 30 plus. Wenn du mindestens drei Finsternis-Energien oder Unlicht-Energien im Spiel hast, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Ich glaube, hier im Kartenspiel nennen sie es Finsternis. Im Videogame heißt es doch Unlicht, oder? Ich wurde mal gefragt, wer sich das ausgedacht hat. Warum sagt man nicht einfach Dunkelheit? So, Durchbohren 70. Sein brutales Wesen sowie die speergleichen Stacheln haben ihm den Beinamen Meeresdämon beschert. Es schlürft Gift, das ihm als Nahrung dient. Hisui Schwerball kennen wir. Das ist eine Holo-Karte. Zwotronin entwickelt sich aus Otaro, 90 KP, Schulungs-Pokémon, Kalkklinge, 20 plus, wirf eine Münze bei Kopf, fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. Seine meisterhafte Handhabung der beiden Muschelklingen ist wohl auf tägliche Übungen zurückzuführen, denn damit stellt es selbst die erfahrensten Schwertkämpfer in den Schatten. Jubeldorf hatten wir schon, Iglava, Geronimax, Punita, Plaudergei, Bronzel, Bautz und Pflanzenenergie. Jo. Jetzt. Da ich den Hisui Schwerball spiele, kann ich ihn ja gegen die Holo-Karte tauschen. Bisschen mehr Bling Bling. So, machen wir noch eins auf. Machen wir eine neue. Zwei neue. Drei neue. So, Galoppa entwickelt sich aus Ponita, 100 KP, Feuerpferd-Pokémon. Glühen 30, Feuerring 50. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt. Während des nächsten Zugs deines Gegners kann sich jenes Pokémon nicht zurückziehen. Die lodernde Mähne dieses Pokémon flattert im Wind, wenn es mit seiner Geschwindigkeit von 240 km/h über Felder und Wiesen galoppiert. Ich habe die Feuer-Pokémon erstmal aus meinem Deck rausrotiert. Die können aber wieder zurückkommen. Ich habe jetzt den Fokus auf Unlicht und Normal. Ein Feuer-Pokémon habe ich noch drin, weil ich halt aufgrund der vielen Normal-Pokémon auch die Feuerenergie gebrauchen kann. Gucken wir mal. Gaunungs entwickelt sich aus Kleptifuchs. 100 KP, das habe ich. Ich habe jetzt Pokémon Schwert und Schild mal endlich angefangen zu spielen. Das habe ich da in meinem Team. Fuchs-Pokémon, Holo-Karte, Fähigkeit Verblüffen. Wenn dein Gegner zwei oder weniger verbleibende Preiskarten hat, verhindere jedes Mal, wenn dein Gegner eine Unterstützerkarte aus seiner Hand spielt, alle Effekte jener Karte, die dem Pokémon V auf deiner Bank zugefügt werden. Scharfe Fänge 110. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ursaring entwickelt sich aus Teddy Ursa, 130 KP, Schläfer-Pokémon. Dauerhieb 40x. Wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Diese Attacke fügt 40 Schadenspunkte pro Kopf zu. Stärke 100. Wenn der Winter Hisui in eisige Kälte hüllt, streift es auf der Suche nach seinen Lieblingsbären, Bären mit Doppel-E, no pun intended, durch Felder und Gebirge. Mit leerem Magen ist es leicht reizbar und äußerst brutal. Honig, Cognodon, Sichlor, Togepi, Vadribi, Plaudergei schon wieder, Enton und Unlichtenergie. Gut, machen wir noch eins auf. Bisher jetzt eine neue Karte, die ich so wirklich dringend brauche. Nochmal Plaudergeil, war jetzt in allen drei Packs drin. Ansonsten auch einige neue hier. Dann haben wir hier Bolteros, entwickelt sich aus Schilterus mit dem Holo-Bild hier. 160 KP Schutzschild-Pokémon. Fähigkeit Festung der Urzeit. Deinen Pokémon werden durch Attacken von Pokémon V deines Gegners 30 Schadenspunkte weniger zugefügt, nachdem Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Eisen Tackle 180, dieses Pokémon fügt auch sich selbst 30 Schadenspunkte zu. Ich habe ja mittlerweile ganz gut Karten kennengelernt, aber die neuen muss ich auch immer noch mal lesen, um noch ein bisschen was dazu zu lernen. Dieses Pokémon lebte vor etwa 100 Millionen Jahren. Sein unglaublich robustes Gesicht ist härter als Stahl. Togetic entwickelt sich aus Togepi, Holo-Karte, 80 KP, Freuden-Pokémon. Fähigkeit Stimme der Freude. Wenn du dieses Pokémon aus der Hand spielst, um eins deiner Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du 30 Schadenspunkte bei deinem aktiven Pokémon heilen. Feenbrise 30. Man sagt, es zeige sich nur gutherzigen und einfühlsamen Menschen und überschütte sie dann mit Freude.
Hippoteros entwickelt sich aus Hippopotas 150 KP Schwergewichts-Pokémon bis 80 Sandhauch 180. Lege zwei Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Manchmal bleiben sie in den Öffnungen in seinem, manchmal bleiben in den Öffnungen in seinem Körper Steine stecken. Litomit entfernen diese Steine, deswegen genießen sie seinen Schutz. Arboretos Drifzepeli entwickelt sich aus Driftlorn 110 KP, das Creeper-Pokémon, Luftschiff-Pokémon. Spukballon 50, lege zwei Schadensmarken auf einen Pokémon auf der Bank deines Gegners. Man sagt, es bestehe aus den Seelen derer, die voller Groll verstorben sind. Es treibt lautlos im Zwielicht dahin. Wadribi, Plaudergei, Anton, Driftlorn, Mogelbaum. Und was einer. Ich hätte jetzt auch echt mal gerne einen Plaudergeil bekommen. So, machen wir mal in einem neuen Format weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.